Herzlich willkommen, liebe 1000 Bass-Fans, heute aus der Detona Kartsporthalle im Norden Wiens. Was macht 1000 Bass in einer Kartsporthalle? Naja, nicht Kart fahren. Wir sind nämlich bei der Roland Resch Racing School, wo man den kontrollierten Vorderradrutscher lernen soll. Werden wir schauen, ob das funktioniert. Wir starten heute mit 125er Suzukis, Enduros mit Spezialreifen, stärker profiliert, ungefähr so breit, was natürlich dann bei erhöhter Geschwindigkeit sofort zum Rutscher führt. Und dadurch, dass das Hinterrad und das Vorderrad sehr instabil ist in der Kurve, kriegt man natürlich irrsinnig Gefühl für die Rennstrecke. Auch der Roland trainiert mit uns mit, das ist sein Wintertraining. Ich bin neugierig, wie es mir heute geht, ich ziehe mich jetzt um und dann geht's los. Ja, neben mir steht jetzt Reitwagenrakete Rolo Resch. Hallo Roland. Servus, Christi. Wir sind in einer Karthalle, Detona Karthalle, fahren aber nicht Kart. Wieso? Was machen wir hier und wie bist du drauf gekommen? Ja, zunächst einmal herzlich willkommen bei meiner Racing School in der Detona Karthalle. Wie bin ich drauf gekommen, im Winter mit den Mopetten in der Halle zu fahren? Ja? Es war so, ich bin eigentlich vor circa 7 Jahren, wie ich noch Supermotor gefahren bin, Staatsmeisterschaft, habe ich relativ viel trainieren müssen für die Rennen in der Halle, Indoor, und mir war das generell immer zu gefährlich. Ja. Ich habe immer gedacht, für 50er Motorrad, wenn da irgendwo ein Gas hängen bleibt, bei Freunden von mir ist einmal das Gas hängen geblieben, der schlagt in der Wand, so ein Krater, war nicht ganz so cool, und habe immer gedacht, ich möchte im Winter fahren mit irgendwas, was mich fahrerisch weiterbringt, aber auch Spaß macht und einigermaßen safe ist. Ja. Und wir haben dann damals vor 7 Jahren mit Reitwagen gemeinsam so kleine Suzuki-Motorradeln gekauft und haben nicht genau gewusst, was man damit machen soll, außer im Gartstall mit herumspringen ein bisschen. Habe ich gesagt, du Berzerk, ich nehme mal so ein Moped und fahre in die Halle damit. Ja? Und irgendwann einmal, nach 2 Stunden, haben wir gedacht, jetzt lege ich es mal aufs Knie um. Ja? Dann bin ich am Knie unten gewesen und auf einmal ist es gegangen, boah, eine neue Welt hat sich aufgetan. Ja? Es war ein unglaubliches Gefühl, Vorderradrutscher, Hinterradrutscher, was soll ich sagen? Und eigentlich aus diesem Impuls heraus, das Motorradfahren sicher zu machen und im Winter trainieren zu können, ist das Ganze entstanden. Dann habt ihr relativ günstige oder eigentlich sehr günstige Motorräder gekauft. Was ist das für ein Modell? Das ist eine Suzuki DRZ 125L. 10 PS, glaube ich, hast du gesagt, 125, normalerweise lacht jeder darüber. Aber ich muss sagen, ich habe noch nie so viel Spaß mit einem Motorrad gehabt. Das ist absolut unwahrscheinlich. Ja, das ist, lustigerweise glaubt keiner, wenn ich sage, man kann hier innen Motorradfahren lernen. Das glaubt keiner, ja. Aber wir haben zum Beispiel das kleine Beispiel: Sponsoren von mir sind Goldwing-Fahrer gewesen und haben gesagt, sie können am Knie nicht fahren, würden gerne am Ring fahren und hin und her. Wir haben gesagt, du, wir haben 8 Mopeds, hockt sich auf die Mopeds drauf, fahren wir in der Halle, schauen wir, wie es geht. Ja? Gesagt, getan. Die sind dann gefahren, glaube ich, mit uns 3-4 Mal und haben das Motorradfahren echt gelernt, von Grund auf. Der ist mit der Goldwing mehr oder weniger hergefahren, hat nichts gekonnt, ja? Kein Kniefahren, kein Motocross-Stil, gar nichts. Ist da abgestiegen, nach 3-mal fahren und hat am Knie fahren können, ja? Und das gleich einer umsetzen können auf der Rennstrecke. Und das Wertvolle ist einfach dabei, du kannst Mikrobewegungen, die was du am Ring, die über Jahre mit vielen Stürzen und viel Geld erarbeiten musst, kannst du da herinnen meistens ohne Sturz mit wenig km/h erarbeiten. Das heißt Vorderradrutscher, Hinterradrutscher, das ist halt der Wahnsinn, ja. Ich muss sagen, bevor ich herkommen bin, beziehungsweise in der Früh, war ich schon ein bisschen nervös, weil ich habe auch meine Supermoto-Erfahrungen gemacht, damals Amateurklasse halt, aber dauernd auf der Pappen kriegen und teilweise auch relativ heftig. Und genau diese Erfahrungen habe ich jetzt damit verbunden. Aber da hebt es mich aus, da haut es mich an die Bande. Und auch den Grip habe ich total unterschätzt. Also es ist nicht so, dass das ein Eiertanz ist. Ja, die Leute glauben immer, dass in der Halle, sagen sie immer, ja, der Roland ist ein Profi, ich kann das nicht. Ja. Das stimmt nicht. Die Halle mit diesen Reifen hier bietet extrem viel Grip, lustigerweise. Ja. Wenn die Reifen mal ordentlich eingefahren sind, kann man ganz normal am Knie fahren, seine Geschwindigkeit steigern und dann in den Rutschbereich reinfahren. Ja. Das Ganze ist dadurch relativ safe. Ja. Und
ich kann es nur jedem empfehlen, weil, wie du sagst, ja, jeder kommt her und immer so, ob ich das kann, ich weiß nicht. Ich habe von 10-Jährigen bis 60-Jährigen und jeder kann das. Ja? Und der Schritt nach vorne fahrtechnisch ist unpackbar. Da muss ich absolut bestätigen. Ich bin hin und weg, wie geil das heute ist. Weil es eben auch so gefahrlos ist. Ich mag ja eigentlich nicht sehr schnell fahren, also außer geradeaus. Ja? Also eine schnelle Rennstrecke, eine lange, wo man immer wieder den ganzen Ring drauf fahren muss. Da tue ich mir einfach schwer, also Slowakia-Ring Brünn. Und da eine Minute, unter einer Minute die Runde, immer wieder kannst du probieren. Du hast uns am Anfang gesagt, sehr viel Hang-Off fahren und gerade bleiben, ja, so zum Probieren. Das ist eigentlich das, was man am Ring immer sieht bei so Leuten, die unbedingt mit mir runter wollen. Ja. Und da soll man aber so anfangen. Wie ist jetzt die richtige Fahrtechnik? Was würdest du den Leuten jetzt, die daherkommen wollen, schon im Vorhinein mitgeben wollen? Wie soll man sich am Motorrad bewegen? Wie soll man sich verhalten? Also ich würde mal grundsätzlich herkommen in die Halle ohne großen Vorstellungen, sondern einfach nur mal mit Spaß herkommen und das Ganze genießen. Zur Fahrtechnik. Wir fahren relativ viel Hang-Off, aber mit geradem Oberkörper, mit einem sehr starken Hüftknick. Warum wir das machen ist, damit wir im Oberkörper eher Motocross-Teil fahren können, alles kontrollieren können, oben schön und unten aber den dritten Auflagepunkt haben, Knie. Ja? Und dieses Style hat sich irgendwie die letzten Jahre einfach bewährt. Man kann auch theoretischerweise den ganz normalen Supermoto-Stil fahren mit dem Fuß unten, nur fahrst du meistens sehr viel mehr Schräglage, weil durch den Hang-Off-Stil kannst du das Motorrad wie am Ring entlasten, mehr Auflagefläche, Motorrad rutscht weniger. Und genau diesen Bewegungsablauf kannst du jede Runde, jede Kurve üben. Und wie du sagst, die Rundenzeit ist relativ kurz, das heißt, du kannst üben und du wirst besser. Ja? Und ich kann es einmal kurz vormachen, vielleicht mit dem Hang-Off. Wir hocken ganz normal oben, ganz aufrecht, nicht irgendwie weit hinten, nicht vorne. Man sieht, diese Kindermopeds sind extrem groß, man kann auch als 1,80, 2 Meter Typ locker drauf sitzen, ja? Kein Problem. Und dann geht es darum, dass man einfach sagt, okay, Hang-Off, hinunterrutschen, Vorderkurve herrichten und dann mit dem Becken hinunterrutschen, Oberkörper gerade. Wichtig ist Ellbogen hinaus, dass wir uns nicht selber im Weg sind mit den Ellbogen. Ellbogen raus und dann hinuntergleiten. Und sobald das Knie am Boden ankommt, merkt man, das Vorderrad fängt zum Rutschen an, das Hintere fängt zum Rutschen an und man beginnt intuitiv die richtigen Bewegungen zu tätigen, ja? Die was dir später helfen auf der Rennstrecke oder eben auf der Straße, Vorderrad, Hinterradrutscher zu überleben. Ja. Ich muss sagen, ich habe heute schon mehr gelernt als in der gesamten Schulzeit. Und, genug geredet, glaube ich. Jetzt werden wir noch ein paar Runden drehen. Einen Turn haben wir noch. Vielen Dank für die Einladung. War absoluter Traum. Und an alle unsere Zuseher, probiert das aus. Keine Angst, keine Scheu. So gefahrlos wird man nie mehr in diesen, wahrscheinlich in diese Bereiche kommen, in diese Grenzbereiche. Ja, Roland, wir sehen uns garantiert wieder. Was? Ich sage danke und Vollgas. Danke. Ciao.